Tierisch beste Freundschaften. Hallo Leute, heute dreht sich alles um tierische Freundschaften. Ich will herausfinden, ob wir Menschen wirklich dicke Freunde von Tieren werden können und ob Haustiere untereinander Freunde werden können. Und Leute, ich habe gedacht, ihr könnt mir bestimmt bei der Spurensuche helfen. Und deswegen habe ich einen Aufruf im Internet gestartet. Und was soll ich sagen? Ich habe von euch wirklich so tolle und süße Videos von euch und euren Haustieren bekommen. Ich bin ganz begeistert. Die will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Hier sind ein paar davon. Zu glauben, wer sich alles so gesucht und gefunden hat. Aber wie entstehen überhaupt Tierfreundschaften? Schließlich werden ja nicht alle Tiere gleich Freunde, nur weil sie zusammen leben. Und um das herauszufinden, bin ich jetzt auf dem Erdlingshof. Hier landen Tiere, die sich in einer Notsituation befunden haben und Hilfe benötigt haben. Schaut mal, wie zum Beispiel diese beiden Puten hier. Na, alles gut? Über 111 Tiere haben hier im Bayerischen Wald ein neues Zuhause gefunden. Ihren friedlichen Lebensabend verdanken sie Johannes. Er hat den Erdlingshof gegründet und sich so seinen großen Traum erfüllt. Hallo Johannes! Hi, grüß dich. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Hui, und wer bist du? Das ist der Ben. Ich bin auf der Suche nach Tierfreundschaften. Da kannst du mir bestimmt jemanden vorstellen, oder? Ja, auf jeden Fall. Wir haben hier viele Tierfreundschaften. Aber eine ganz besondere Freundschaft, das ist Bonnie, das ist ein Schwein. Und Möp Möp, eine Gans. Wir können jetzt mal versuchen, Bonnie zu nähern. Da kommt Möp Möp gleich. Genau, müssen wir mal gucken. Oh, schimpft die uns? Ja, die werden gerade ausgeschimpft. Hallo. Hallo Bonnie. Oh, Entschuldigung. Wieso gibt's da jetzt gleich so Ärger? Da sie dich jetzt noch nicht kennt, ja, hat sie wahrscheinlich Angst, dass wer weiß, was du vorhast mit Bonnie. Ach so, die will Bonnie also beschützen. Richtig, genau. Versteht, das ist ja nett. Genau. Ich mache nichts, Möp Möp. Wie kam es denn zu dieser Schwein-Gans-Freundschaft? Ist ja schon eher ungewöhnlich. Ja, auf jeden Fall. Die beiden waren im Tierheim und wir vermuten, dass sich diese gemeinsame Zeit sie das einfach zusammengeschweißt hat. Und das ist wirklich was ganz Besonderes und auch sehr schön, jetzt zu sehen, jeden Tag. Sehr, sehr nett. Das heißt, Bonnie und Möp Möp verbindet auch so eine Art Leidensgemeinschaft. Sie haben beide wahrscheinlich nicht so schöne Sachen erlebt. Das gibt es ja tatsächlich öfter, dass sich Leute ein Minischwein anschaffen, weil sie denken, ein Minischwein bleibt mini klein. Und dann stellt man irgendwann fest, dass ein Minischwein so ein Riesenviech wird. Und dann wollen es viele Leute nicht mehr. Ja. Man sollte sich wirklich immer sehr gut informieren, bevor man sich ein Haustier anschafft. Und untereinander müssen die Tiere dann auch noch klarkommen. Vor allem beim Futtern. Zu wahrer Freundschaft gehört schließlich Teilen. Ob Bonnie das mit ihren gut 100 Kilogramm weiß? Wie ist denn das eigentlich? Die Bonnie als Schwein ist ja ein Allesfresser. Das heißt, die kommen sich ja eigentlich beim Futtern auch manchmal in die Quere, die Bonnie und die Möp Möp, oder? Aber da gibt's keinen Ärger? Nee, die verstehen sich auch beim Essen. Kommt mal her, ihr zwei. Bonnie, Möp Möp. Egal ob Schwein oder Gans. Hier lieben alle Karotten. Und was bei Möp Möp wie Futterneid aussieht, ist in Wirklichkeit eine Einladung zum Essen. Und da kommen ja jetzt noch andere Gänse. Genau, die Möp Möp ruft die anderen Gänse, dass sie Essen gibt. Ja, dann kommt mal her, Mädels. Hier gibt's ein ganz schönes Palaver. Möp Möp scheint sich auf jeden Fall mit ihren Gänsekumpeln zu verstehen. Aber wie ist das denn mit der Kommunikation zwischen Möp Möp und Bonnie? Die sprechen ja ganz unterschiedliche Sprachen. Die Bonnie schweinisch und die Gänse eben gänserisch. Nicht so laut. Je nachdem, wie der andere schreit, was der andere will. Also sie verstehen sich auch, wenn sie andere Sprache sprechen. Die haben wahrscheinlich so eine Art eigene Sprache entwickelt, die funktioniert, oder? Also ich meine, wir können ja auch Freunde haben, die in Spanien leben und wir sprechen selber aber kein Spanisch und trotzdem ist man befreundet. Genau. Wie klingt denn das, wenn die miteinander sprechen? Möp Möp gibt einen kleinen Laut von sich und Bonnie antwortet dann. Hört sie ähnlich an. Also Bonnie kunzt ein bisschen und Möp Möp antwortet. So, bist du da? Ja, ich bin da. Bist du da? Ja, ich bin da.
Keine Ahnung, was die beiden sonst noch alles bequatschen. Fest steht, eine der beiden Freundinnen ist saumüde. Wir schleichen uns mal besser an. Denn mit dem Bodyguard aus dem Bayerischen Wald ist nicht so gut zu spaßen. Das ist ja sehr nett. Bonnie hat sich jetzt hier für ein kleines Mittagsschläfchen in den Schatten gelegt. Genau. Und Mörtmört bleibt bei ihr. Mhm, die bleiben jetzt ja, zusammen hier liegen. Bonnie vertraut Mörtmört blind. Und jetzt sieht man auch gerade, dass Mörtmört aber noch aufpasst. Das heißt, in einem Auge ist er wach und passt auf, dass ja, nichts passiert. Hält Wache. Hält Wache, genau. Das ist ja sehr nett, Leute, oder? Die schlafen sogar zusammen. Geh mal. Schaut mal, jetzt wo wir weggehen, kann sich Mörtmört entspannen und schläft auch eine Runde. Perfektes Timing, denn für euch habe ich jetzt noch ein paar mehr spannende Tierfreundschaften. Auf einem Bauernhof in Niedersachsen kennen ein Ochse und eine Australian Shepherd Hündin keine Berührungsängste. Ich bin Theresa, das hier ist Kainer und das ist Happy. Happy und Kainer sind schon 2 Jahre Freunde und das ist so besonders, weil die beiden schon erwachsen sind. Happy ist zu früh geboren und seine Mutter hat ihn nicht angenommen, aber Kainer hat es und ihn adoptiert und damit das Leben gerettet. Und wenn unsere Haustiere erstmal so richtig dicke miteinander können, geht es oft sehr lustig zu. Wobei es manche gern mal übertreiben. Jetzt haben wir ja schon viele Tierfreundschaften gesehen. Die Frage ist aber, gibt es auch Tierarten, die nie Freunde werden können? Das will ich jetzt mal herausfinden und dazu treffe ich die Bianca. Bianca ist Tierärztin und leitet den Heimattiergarten in Fulda. Hallo Bianca. Ach Mensch, Anna, gut, dass du kommst. Und die haben ja alle schon Hunger. Ja, perfekt. Und hallo Kaninchen. Ja, ich habe mir gedacht, ich bringe gleich mal was zu futtern mit, weil so kann man sich doch immer Freunde machen. Ja, da hast du wohl recht. Kommt mal her. Ja, da kommen sie auch gleich alle angedüst. Darf ich streicheln? Ja, die darfst du ruhig streicheln. Hallo. Das ist die Susi. Susi, oh, sind die weich. Wahnsinn. Kaninchen sind ja super gesellig, aber man hört eigentlich sehr selten, dass sie Töne von sich geben. Also Kaninchen kommunizieren eigentlich überwiegend über Körpersprache. Wie sieht die Körpersprache dann aus? Die Stimmung, die kann man ganz gut an den Ohren erkennen. Also wenn sie die flach auf den Rücken legen, ne, dann ist schon mal Richtig, sind die Löffel angelegt, haben die Nager Angst. Zuneigung drücken sie vor allem über zärtliche Berührungen aus. Ne? Also die putzen sich gegenseitig, die liegen auch zusammen, die kuscheln richtig miteinander. Wie ihr sehen könnt, sind Kaninchen sehr kontaktfreudig und futtern gern den ganzen Tag. Und da gibt's doch ein Haustier, das das auch sehr gerne macht, nämlich das Meerschweinchen. Sieht eigentlich nach einer perfekten Tierfreundschaft aus, oder? Oder wäre das auch nur eine weitere Notgemeinschaft wie bei Hängebauchschwein Bonnie und Hausgans Möp-Möp? Was wohl die Meerschweinchen dazu sagen? Hallo, ihr Süßen! Hallo! Und ich hör's schon quieken. Schaut mal, ich habe euch was mitgebracht. Die freuen sich jetzt. Oh! Ah, ich merke schon den ersten Unterschied zu den Kaninchen. Die geben ordentlich Laute von sich. Die Kaninchen waren ja eher stumm. Mhm. Aber die Meerschweinchen, die unterhalten sich über Laute, oder? Ja, die Meerschweinchen haben eine richtige Lautsprache. Die quatschen auch manchmal richtig miteinander. Und die brauchen unbedingt Hörkontakt. Sonst fühlen sie sich nicht wohl, sonst werden sie nervös. Ne? Aha! Und es gibt noch einen Unterschied. Meerschweinchen sind Nagetiere, Kaninchen hingegen Hasentiere. Sie sind nur entfernte Verwandte. Ui! Oh, Bianca, jetzt hauen sie alle ab, wenn ich hier reinkomme. Ja, jetzt ist kein Zaun mehr dazwischen, Anna. Jetzt haben sie Angst, du fasst sie an. Und das mögen sie nicht? Nee. Meerschweinchen putzen sich untereinander nicht, die kuscheln nicht miteinander, die pflegen sich nicht gegenseitig, die erwachsenen Tiere. Und deswegen mögen die auch nicht gerne hochgenommen gestreichelt sein.
Also noch ein Grund, warum Kaninchen und Meerschweinchen keine Freunde werden können. Denn Kaninchen suchen Körperkontakt und Meerschweinchen wollen das eigentlich gar nicht. Also hochnehmen und streicheln, damit macht man sich Meerschweinchen auf jeden Fall nicht zum Freund. Genau so ist es. Aber wie ist es denn überhaupt mit der Freundschaft zwischen Mensch und Tier? Bianca baut den ehemaligen Streichelzoo zu einer Tier-Mensch-Begegnungsstätte um. Für Fremde sind Gehege und Ställe tabu. Genau wie das Kinderzimmer daheim. So, wenn man dem Esel guten Tag sagen will, dann lässt man ihn erstmal schnuppern, wenn er denn will. Also der Esel entscheidet, ja, ob er Kontakt will und nicht wir Menschen. Ja. Selbstbestimmte Esel hin oder her. Ich liebe Tiere, aber mögen die mich auch? Gibt's Freundschaft zwischen Mensch und Tier? Was glaubst du? Ja, die gibt's. Gott sei Dank. Ja, das glaube ich ganz sicher. Wir müssen uns aber darüber im Klaren sein, dass Haustiere ja nicht ganz freiwillig mit uns zusammenleben. Ne? Also wir zwingen sie ja schon ein ganzes Stück weit. Wir hängen ihnen eine Leine an den Hals, um sie auszuführen. Wir bauen einen Zaun um ihr Gehege, dass sie nicht weglaufen. Ja, aber kann das denn dann überhaupt eine Freundschaft werden, wenn sie so abhängig von uns sind? Also das liegt sehr in unserer Hand, dass wir uns fragen, was brauchen sie denn jetzt? Ne? Und nicht nur unsere Bedürfnisse befriedigen. Wenn wir jetzt kuscheln wollen, muss das Tier hopp springen. Ne? Ja. Das ist keine Freundschaft. Also ja, man kann mit Tieren befreundet sein, aber wichtig ist, dass es auf Augenhöhe stattfindet, dass beide respektvoll miteinander umgehen, es muss Vertrauen aufgebaut werden und es bedarf jeder Menge Einfühlungsvermögen. Aber dann können Mensch und Tier ganz, ganz gute Freunde werden. Und das, was ich jetzt gelernt habe, dass sich das Tier immer von selbst nähern soll, das will ich jetzt gleich mal ausprobieren. Ich gehe jetzt hier zu den Ziegen auf die Weide, mal schauen, ob sie zu mir kommen. Aber ihr müsst leider draußen bleiben. Wie sie mich anschauen. Hallo, Herr und Frau Ziege. Ich bin hier. Irgendwie werde ich gar nicht beachtet. Ich habe natürlich auch noch keine Ziegensprache gesprochen. Servus, mäh, mäh, mäh. Irgendwie hat Ziegenbock Theo so gar keinen Bock, mich näher kennenzulernen. Ha, ich weiß, mit wem der Theo befreundet sein will. Oh ja. Mit dem Kamerateam. Die sind interessanter. Hallo. Kurzes Vorbeischauen, kurzes Streicheln abholen, aber das war's auch wieder. Obwohl du mit dem Theo befreundet bist, hat er jetzt keine Lust auf Körperkontakt. Der will in seinen Stall, dem ist zu warm. Aber das gehört ja auch zu einer Freundschaft dazu, dass jeder entscheiden kann, wann er Lust auf Kontakt hat und wann eben auch mal nicht. Ja, so ist es. Schade, aber kann man leider nichts machen. Tierfreundschaften können aus den unterschiedlichsten Gründen entstehen. Bei Möp Möp und Bonnie war es eine gemeinsame Leidensgeschichte. Es gibt aber auch Tierarten, die können keine Freunde werden, wie zum Beispiel Kaninchen und Meerschweinchen. Sie sind einfach zu unterschiedlich. Bei einer Freundschaft zwischen Menschen und Tieren, da ist es wichtig, dass man sich auf Augenhöhe begegnet, respektvoll miteinander umgeht und Vertrauen ineinander hat. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hatte auf jeden Fall jede Menge Spaß und habe bestimmt auch den ein oder anderen neuen Freund dazu gewonnen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bleibt tierisch interessiert. Servus!